Hallo und willkommen zurück zu Warzone 3. Willkommen zurück. Ich bin endlich wieder da. Ich wollte eigentlich zu Season 2 wieder ein Video hochladen, aber ich dachte mir so, ich hatte irgendwie in der letzten Zeit tatsächlich wieder Spaß, weil ich mit ein paar Kumpels gespielt habe. Ich mache kurz hier das Mikrofon ein bisschen leiser. Dankeschön, ich übersteuere komplett. So. Immer noch? So, jetzt aber. Jawohl. Gut. Ich werde hier nicht mit speziellen Waffen spielen, sondern die ihr wahrscheinlich schon kennt. Und zwar die H4 Blixen, die natürlich nicht die H4 Blixen ist. Ist natürlich die AMR9. Habe ich aber so gebaut wie die H4 Blixen. Und ich finde sie einfach echt geil. Also ich meine, das Teil ist schon ein geiles Biest. Und halt die Bass P. So als Spaß, einfach mal die beiden Waffen. Ich weiß nicht, warum würde denn bei dem kompletten leeren Magazin, wenn du nachlädst, dann so erstmal die Waffe anschauen und dann lädt er nach. Wie komisch ist das? Naja, egal, darum wollen wir uns jetzt hier nicht beschweren. Übrigens, das sind hier alles meine anderen Sets. Ich habe übelst viel gespielt, merkt mir. Da, 215, ich war glaube letztes Mal irgendwie was mit 170 oder so. Die ganzen Bugs wurden zum Glück behoben und deswegen können wir mal eine Runde Research and Squad spielen. Wir sehen uns im Game. Bis gleich. Okay, wir spielen anscheinend Ashika Island. Ich dachte, jetzt kommt diese Research and, also Usikstan Research and, aber nein, wir spielen Wonde. Ja, letztes Mal wurde ich sogar Zweiter, wo ich das hier gespielt habe, aber mal gucken, ob das hier auch gute Mitspieler sind. Wirklich, das Matchmaking ist hier auch noch schlimmer geworden als in Warzone 2, weil meine Mitspieler sind ultra scheiße. Tut mir leid an euch, aber es ist halt das Matchmaking. Diese Wohnungsblöcke, jetzt hab ich's. Meine Güte, jetzt hat's Klack gemacht. Schnell hier rein. Deine ist schon gestorben. Das ist super. Oh, nimm doch die Waffe. Okay. Wow, lauf halt mitten in mein Feuer. Ja, geil. Back on my feet. I'm good. Hallo, wo sind die anderen? Bruder, spiele ich nur alleine oder was? Ich spiele anscheinend alleine. So eine Unverschämtheit. Komm, spring runter hier. Oder natürlich gehört er in sein Team. WTF? Contract. So, verpiss dich doch. Bitte. Anyone got Mikael rounds? Nein. Oh. Hey, woher weißt du, wo ich bin? Fuck. Go get hunting. Enemy soldier incoming. Oh, kurz mal chillen. Nein, ich darf nicht mal kurz chillen. So, jetzt hier runter. Meine Fresse. Hilfe. Oh mein Gott. Kommt mal alle runter. So, erstmal zur Lowy. So, geben wir mal meine Waffen hier. Dankeschön. Ich komme. Oh, da hat jemand sie weggesnappt. Verdammt nochmal. Bitte guck nicht da hin. So, jetzt beweg dich, Brudi. Wir können da nicht bleiben. Warum probiere ich das eigentlich? Als wenn es irgendwas bringt. Ja, schieß einfach da hin und dann bringt das bestimmt was. Da jetzt nochmal. Warum mache ich das? Ich bin schon ein bisschen hohl in der Birne.
Das glaube ich auch manchmal. Oh mein Gott, das wird der schlechteste Wurf überhaupt. Einmal mal bitte nicht hingucken. Oh nein. Was? Oh Gott, oh Gott. Yo! Ach, der hat Brandmunition. Wie ekelhaft ist das denn? Zumindest einen mitgenommen. Wieder runter. Ja, nein, der kommt. Bruder, wo ist er hin? Er ist Flüchtling. Da ist noch eine Mine. Junge, wie viele Minen platzieren die bitte? Hier. Nee, selbst hier nicht mal. Der ist ganz oben. Jo. Ey, den ganzes Team. Alter, ja. Kann ich gleich abgeben. Fuck, die haben meine Waffe genommen. Okay, ich gehe hier weg. Hauptsache, ich habe eine Waffe. Ja, Hauptsache noch hinter mir erschießen. Ja, du kleiner Bastard, Alter. Hauptsache noch hinter mir schießen, du kleiner Bastard. Wirklich. Nee, auf welche Idee kommt man denn? Ja, ich warte mal, bis der Gegner kommt. Und wenn er mal rauskommt, ja, ich schieße einfach hinter ihn her. Gut, da kann ich halt nicht mehr landen, das ist blöd. Oder wie viele kommen denn da? Wer schießt mich jetzt? Wo? Ich sehe nichts und ich bemerke auch keine Schritte, nichts. Ja, geil. Ich habe nicht mal diesen orangen Hintergrund gemerkt. Frustrierend ist das Game halt immer noch. Weil alle immer so übelst am Scheiß schwitzen müssen. Naja, es sind halt SBMM-Lobbys. Oh, ja, ich freue mich so halt auf Season 2. Also ich weiß, ich war nicht gut in dieser Runde. Aber irgendwie habe ich auch keine Lust jetzt auf noch eine Runde. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Nee, vorbei ist es leider noch nicht. Denn ich wollte nochmal davor sagen, tut mir leid, dass das Video so ein bisschen kurz geworden ist. Und so kann sein, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr erwartet habt. Doch, ich weiß nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht, was da mit Warzone los ist, aber die Mitspieler sind ja so verdammt nochmal scheiße gewählt. Also wirklich, die guten Leute bekommen richtig scheiß Teammates. Deswegen werde ich vielleicht nächstes Mal mit Solo weitermachen, weil Sergeant Squads macht am wenig so Bock. Ja, und SBMM macht gerade auch keine Lust, deswegen warte ich bis Season 2. Dauert ja auch nicht mehr lange, so noch 15 Tage nur noch und dann haben wir auch Resurgent, wie heißt das nochmal, Rebirth Island, genau, Rebirth Island haben wir dann auch noch. Freue ich mich richtig hart darauf, wird richtig nice, hoffe ich mal, dass die das nicht verkacken und haut rein, ciao, ciao.